Zu Weihnachten verschenke ich einen 50 Euro Amazon-Gutschein und 5 dieser Powerlaser, damit ihr zu Silvester eure Böller aus einem großen Sicherheitsabstand anzünden könnt. Jeder Abonnent nimmt automatisch dran teil, also vergiss nicht zu abonnieren. Ich habe hier eine kleine Tüte Aqualinos und nehme für die 2 heutigen Experimente nur einen Löffel davon. Befülle die Schale jetzt mit Wasser, und zwar eine große Menge Wasser. Und jetzt warte ich. Nach nur 2 Stunden haben die Aqualinos sich verfünffacht von der Größe. Schaut mal, wie schön die aussehen. Am nächsten Tag ist das hier aus einem einzigen Löffel draus geworden. Die Schüssel ist voll von dem. Da gibt es keinen Platz, auch nur für 10 weitere Aqualinos. Wer Aqualinos nicht kennt, die werden zum Beispiel für Blumenvasen gebraucht oder auch für eine Fußmassage. Einfach Füße reintun und chillen. Aber Jumanji steckt eine glühende Kugel rein. Jetzt muss ich das ganze Wasser loswerden, damit der Kampf fair sein wird. Aqualinos gegen glühende Metallkugeln. Schreibt in die Kommentare, schaffen die Aqualinos die Kugel zu löschen oder verbrennen die? Drückt Pause, um euren Kommentar zu schreiben. Schaut mal, die springen wie Flummis. Bevor ich die Kugel reintue, möchte ich die Reaktion in einer heißen Bratpfanne sehen. Wow, die weinen, die rufen um Hilfe, also schicke ich ihnen Verstärkung. Hat jemand von euch mit solch einer Reaktion gerechnet, wie die umhergesprungen sind? So, hier nochmal der Vergleich, wie groß die geworden sind. Ich packe euch einen Link in die Beschreibung, wo ihr 10.000 Aqualinos für unter 3 Euro kaufen könnt. Aber das bleibt ein Geheimnis. Lange genug geredet, die Kugel muss glühen. Schau mal, wie die Schrauben glühen. Im Dunkeln sieht man, wie die Kugel glüht. Freunde, es geht los. Es hört sich an wie im Kindergarten, wenn Kinder Pause haben, wie die kreischen. Ich weiß nicht, was mir mehr leid tut. Die Kugel oder die Aqualinos? Ich versuche, die Kugel zu schnappen. Da ist die. Und weiter geht's. Schaut mal, da ist ein Aqualino. 1 gegen 1. Kreischen und kreischen. Die Kugel kommt langsam zum Schweigen. Ich würde sagen, die Aqualinos haben den Test bestanden. Vergiss nicht, ich verschenke 5 starke Laser und einen Amazon-Gutschein zu Weihnachten.
Einfach abonnieren, um dran teilzunehmen. Bis morgen, ciao.